Ja, hallo, herzlich willkommen bei diesem neuen Video von Tutorius. Hier möchte ich was zeigen. Das habe ich in einer Facebook-Gruppe gefunden. Da geht es um sowas wie einen Weihnachtsstern, wie man den am besten zeichnen kann. Und das möchte ich hier jetzt zeigen und das werde ich dann auch dort in diesem Forum verlinken. Starten wir einmal. Also wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschalten und dann lege ich einmal los. So, ich mache das Ganze wie immer in FreeCAD und wir machen eine neue Datei und dann ist das so ein Weihnachtsstern mit 5 Flügeln in Anführungszeichen. Und da möchte ich nur einen von diesen Flügeln zeichnen und den dann entsprechend multiplizieren. Und das heißt nicht das Zeichnen in der Zeichnung, sondern nur den Flügel erstmal zeichnen. Das heißt, ich mache erstmal einen neuen Körper und den kann ich jetzt benennen, das mache ich jetzt aber nicht. Und dann nehmen wir eine neue Zeichnung auf der XY-Ebene. So, ich habe hier deutsche Sprache eingestellt, aber alles scheint hier nicht auf Deutsch zu sein. Das liegt wahrscheinlich an der Version, die ich gerade nutze. Und dann fangen wir hier an mit der Zeichnung. Ich zeichne erstmal einen Kreis ein. Und diesen Kreis, den mache ich erst einmal blau. Das bedeutet, dass er keine Geometrie ist, die später im 3D benutzt wird, sondern nur eine Hilfskonstruktion. Dann zeichnen wir hier ein Polygon ein. Und zwar, das machen wir mit dieser Funktion hier. Das fängt da an, geht dann bis da, dann geht das hier so rüber, dann geht das hier wieder runter. Und dann zeichne ich jetzt hier noch 2 weitere Linien ein. Das kann ich auch als Polygon machen. Das heißt, von diesem Punkt da zum Mittelpunkt hier und von diesem Punkt zum Mittelpunkt da. So, das ist jetzt der Flügel. Und jetzt muss man sich erstmal über die Maße gewiss werden. Und zwar, machen wir das mal so, was haben wir hier für ein Maß? Ich bemaß das hier einmal. Das ist der Durchmesser, der ist 65, also 6,5 cm. Ich mache da mal 100. Und dann können wir das jetzt hier nach oben fahren. So, und dann haben wir hier dieses Teil hier, das ist symmetrisch. Damit man das symmetrisch macht, nimmt man erstmal die waagerecht Einschränkung raus, markiert beide Punkte, dann die senkrechte hier, tippt die Taste S oder hier dieses Symbol. Und dann ist das Ganze jetzt symmetrisch und wenn man das jetzt hier so bewegt, dann sieht man, dass es symmetrisch ist. Dann kann man dem jetzt schon ein Maß geben, aber ich fange mal hier unten mit den Sachen an. So, wir haben hier 2 Winkel und jetzt hat dieser Weihnachtsstern 5 Flügel. Das heißt, die Winkel hier, die sind ganz genau bestimmt. Das heißt, ich kann jetzt diesen Winkel hier platzieren und dann machen wir das zu diesem hier und ich bemaße den Winkel und da kann ich jetzt ein Maß eingeben und zwar das Maß, das ist 360 geteilt durch 5 und ich habe ja hier 2 Winkel, die sich das aufteilen, diesen Winkel, also durch 2. Das heißt bis da, das machen wir hier genauso. Winkel, da habe ich irgendwas falsch gemacht, machen wir es nochmal, den und den, Winkel, 360 durch 5 durch 2. So, jetzt haben wir das schon aufgeteilt, dass ich das so umdrehen kann. Jetzt haben wir eigentlich schon alles Wichtige, das heißt, wir können jetzt dieses Maß hier noch bestimmen, das mache ich mal 5 mm und dann sagen wir einfach mal hier dieses Maß, das machen wir 100 mm. So, jetzt ist das Teil komplett bestimmt. Also da kann kein Maß mehr geändert werden oder ich kann nichts mehr verschieben. Das ist eingegrenzt. Das heißt, wir können das schließen.
Ich mache jetzt hier raus einen 3D-Körper. Das mache ich mit dieser Funktion hier Aufpolsterung. Und dann sagen wir hier 2 mm soll das dick werden. Und das ist jetzt der Flügel des Weihnachtssternes. Und dann wird das Pad selektiert. Und hier nutze ich jetzt die Funktion polares Muster. Und dann sieht man hier, der dreht das rum, aber das ist natürlich nicht richtig. Und jetzt fahre ich hier einfach das hier hoch und bei 5, dann sieht man, dann ist der Weihnachtsstern fertig. Dann tippen wir OK und Stern ist fertig. Jetzt ging es bei diesem Teil hier noch darum, einen weitere noch hier so Rechtecke rein zu konstruieren. Und das möchte ich jetzt auch machen. Dazu kopiere ich diesen Sketch hier, das heißt den selektieren, Steuerung C, und dann können wir das hier wegmachen, dass nur der Sketch dieses graue Symbol hat vorne. Okay, dann drücken wir Steuerung V für einfügen. Da hat er jetzt eine Kopie dieses Sketches eingetragen. Wir können ihn auch sichtbar machen. Den sieht man jetzt gar nicht, ist aber nicht weiter schlimm. So, der wird jetzt hier in den Körper reingezogen. Und dann muss der hier oben drauf. Das heißt, ich selektiere diese Fläche und selektiere hier diese Funktion. Wähle Sketch 001 aus und einmal OK. Ebene Fläche, das ist OK. OK drücken. So, jetzt sieht man, dass der Sketch hier so oben drauf liegt. Kann man schwer erkennen. Ist aber nicht schlimm, wenn ich den jetzt aufrufe, dann sehe ich den korrekt. Und jetzt habe ich hier diese Maße, diese Linien, und die selektiere ich jetzt alle und tippe hier auf diese Funktion, die heißt Hilfsgeometrie umschalten. Und dann werden die blau. So, ich habe aber diese vergessen, also machen wir die noch nachträglich und die auch blau. Die werden also für die Konstruktion nicht herangezogen. Aber ich kann sie für die Konstruktion als Grundlage benutzen. Ich zeichne jetzt hier ein Parallelogramm ein. Das heißt, ein Polygon. Das zeigen wir jetzt hier einfach so, wie wir ungefähr uns das vorstellen. So. Dann haben wir einmal die beiden, die sind parallel. Die beiden, die sind auch parallel. Und hier, da haben wir einen rechten Winkel. So, jetzt ist das schon mal ein solches Rechteck, wie es da ausgeschnitten werden soll. Wir können jetzt das hier noch selektieren und diese und einmal P drücken. Dann ist das parallel zu dieser Linie. Und dann können wir jetzt Maße vergeben. Also, was haben wir hier für ein Maß? 24 mm. Okay. So, in der Breite das Maß. Wenn man das hier so rot sieht, dann kann man hier das Maß verschieben auf die Seite, dass das nicht mehr so rot ist. Dann hier bemaßen, das sind 10. Okay, da habe ich jetzt so ein Rechteck. Und jetzt selektiere ich einfach diese 4 Linien und tippe hier auf, da muss ich ein bisschen suchen, hier diese Funktion. Da kann man sich auswählen, möchte man klonen. Möchte man kopieren oder verschieben? In dem Fall möchte ich kopieren. Dann wählt er diesen Punkt und ich kann jetzt einfach sagen, okay, ich möchte das dahin kopieren. So, das ist jetzt noch nicht der weiße letzter Schluss, weil das ist im Moment noch nicht wieder parallel wie das andere. Also wir machen hier einmal P und dann ist das parallel dazu. Jetzt müssen wir noch die Maße bestimmen. Das Maß hier. Ah, da war ich zu schnell. Sketch. So. Das Maß hier. Das sind 3 mm. Und das machen wir hier auch. Das Maß da. Auch 3 mm. So, jetzt sind die nur noch so zu verschieben. Dann können wir jetzt das hier, sagen wir mal, dahin ziehen. Das dahin. Und dann können wir hier noch einen Abstand definieren.
Abstand 15. So, das waren. Jetzt soll hier auf die Seite auch noch so ein Rechteck. Das heißt, ich kopiere jetzt wieder so ein Teil. Selektieren wir. 1, 2, 3. Ich glaube, da habe ich 1 zu viel selektiert. Deswegen nochmal neu gestartet. So, wieder auf diese Kopieren-Funktion hier. Das packe ich jetzt einfach hier hin. Dann können wir das jetzt nehmen. Dann kann man das auch hier so drehen. Und dann mache ich einfach hier, ihr beiden, ihr werdet bitte parallel. So, das wird natürlich dann auch die 3 mm hier der Abstand. So, jetzt kann man natürlich das noch eingrenzen, dass man das Maß hier zum Beispiel hier eine Linie reinzeichnet, eine blaue, und davon das Maß nimmt. Also zeige ich mal gerade, wir stellen das hier um auf blau, dann sind die alle blau. Dann kann ich jetzt hier einzeichnen, von da. Da muss man darauf achten, wenn man auf den Punkt fährt, dass da so ein Kreuzchen steht. Und das machen wir hier dann auch. Da muss natürlich auch das Kreuzchen stehen. So, das ist jetzt hier waagerecht, wird orange, man muss das waagerecht hier rauslöschen, dann ist das wieder normal. Und jetzt können wir hier sagen, okay, das Maß hier, das werden 5 mm. Dann sind die eingeschränkt und dann machen wir das Maß hier noch. Das sind dann 15 mm. So, jetzt ist auch diese Zeichnung eingeschränkt. Wir schließen die, da mache ich jetzt eine Tasche, das ist diese Funktion hier. Und dann kann man hier noch der Sicherheit halber machen durch alles. Das heißt, auch wenn das dick wird, dass es trotzdem die Löcher immer komplett durchgehen. Und dann haben wir die Löcher da drin. Und die kann ich jetzt genauso mit dieser Funktion hier, polares Muster, verdrehen. Und ich habe hier 2 stehen. Dann gehen wir wieder hier. 3, 4, 5. Dann ist der Stern fertig. Okay, und das war's auch schon zu diesem Tutorial. Also wie gesagt, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.